Für meinen ersten Trick ziehe ich den Hund aus dem Hut. Dankeschön, Chippy. Und nun was besonders Schweres. Beeindruckt, hä? Nun schaut her. Ich probier's noch einmal. Der Zauberstab funktioniert immer. Langsam beginne ich zu verstehen. Und nun der nächste Trick. Na dann, zurück in den Hut damit. Ziemlich gut, was? Ich bin Autodidakt, weißt du? Ich kann nicht glauben, dass du so lange zuschaust. Ich hätte schon längst abgebrochen. Ich rieche etwas Angebranntes. Warte. Oh. Au! Oh. Au! Oh. Ich will wissen, ob du es besser kannst. Vielleicht finde ich einen besseren Hund. Wow! Ich konnte sie nicht mal nach ihrer Nummer fragen. Und nun etwas Traditionelles. Haut einen jedes Mal wieder um. Ich versuche noch einmal die Frau. Macht nichts. Ich mag Frauen mit Pep. Diese Hausaufgaben langweilen mich. Ich suche den Hund und stecke ihn in den Trockner. Ach, hier bist du. Was ist das? Das alte Zauberbuch? Was für ein Haufen alter Krempel! Okay, Jungs! Dieses magische Papier bringt Essen! Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Alizigi als Angi! Als Ongi als Ongi! Hi, wie geht's? Oh! Essen fassen! Nicht viel Fleisch an ihm dran. Runter, du kleiner Happen! Braucht noch etwas mehr Pfeffer! Lieber Simon! Herzlichen Glückwunsch! Du
wurdest aus buchstäblich Hunderten von Bewerbern ausgesucht, um dich auf eine gefahrvolle, aber nichtsdestotrotz interessante Reise zu begeben, wofür du eine hohe Belohnung erhalten wirst. Alles, was du tun musst, ist, mich aus den Händen des bösen Zauberers Sordid zu retten. Zögere nicht, mein wertvolles Zauberbuch und meinen treuen Hund zu Rate zu ziehen. Ich freue mich schon auf unser Treffen. Ich wünschte, du wärest hier. Mit herzlichen Grüßen, Calypso, Obermeisterzauberer des Dorfes Fleur Deli. PS, bevor du das Zauberbuch benutzen kannst, musst du ein Zauberer werden. In der Kneipe sind ein paar Zauberer, die dir vielleicht weiterhelfen. PPS, die zwei magischen Karten werden dir helfen. Oh, wundervoll! Ich stecke in dieser blöden Welt mit diesen blöden Klamotten fest und nirgends eine Pizzeria zu sehen. Wenn das kein Traum wäre, müsste ich mir Sorgen machen. Und damit euch allen ein herzliches Willkommen mal wieder zu einem kleinen Spontan-Spontan-Projekt von mir. Und zwar dem allseits beliebten Simon the Sorcerer. Und zwar der allererste Teil. Ja, ich weiß, das wurde schon millionenfach ungefähr Let's Played auf YouTube. Aber ich hatte so eine Lust auf dieses Spiel und es war eigentlich auch eins der Projekte, die ich mir eigentlich schon von vornherein auf die Fahne geschrieben hatte. Aber es bis jetzt noch nicht gemacht hatte, weil ich erstmal andere Sachen vorschieben wollte. Und jetzt dachte ich mir, jetzt kann man das mal schnell mal dazwischen schieben und den kleinen Simon mal werkeln lassen. Ja, warum möchte ich das Spiel spielen? Ja, warum? Das ist eine gute Frage. Weil das war eins der Adventures, das mich sehr geprägt hatte. Zu der Zeit, als ich das Adventure-Genre sozusagen für mich entdeckt hatte. Und man sehen konnte, war das natürlich auch ideal, Simon the Sorcerer, wenn man zum Beispiel gerade vorher mit LucasArts Adventures angefangen hatte. Weil sowohl das Interface, wie man sehen kann, als auch die Spielweise an sich, das heißt, man kann hier nicht sterben und es gibt keine Sackgassen, ist halt sehr an LucasArts angelehnt. Das finde ich auch super. Und das war auch einer der Gründe, warum ich mir das geholt hatte, das Spiel. War auch sehr spät, glaube ich, irgendwie erst so 95, 96, als die Talkie-Version rauskam, die wir hier gerade spielen, mit Sprachausgabe. Und davor hatte ich das Spiel bloß mal in ein paar Magazinen gesehen, ein paar Screenshots und so. Und ja, dachte mir, Mensch, das sieht doch schick aus, das muss man sich doch mal holen. Und ich habe es bis heute, muss ich sagen, nicht bereut. So, was gibt's darüber zu sagen? 93 erschienen von Adventure Soft. Ja, jetzt steckt sich der Simon hier erstmal sein Walkman an, weil wir nichts tun. Ja, 93 erschienen von Adventure Soft. Früher hießen die Horror Soft, weil die dann primär Horrorspiele gemacht haben. Waxworks zum Beispiel oder die Elvira-Rollenspiele. Auch ganz lustig. Dann sind sie aber komplett, wie gesagt, mit Simon auf die Adventure-Schiene abgebogen und haben halt dann den ersten Teil rausgebracht, Simon the Sorcerer 2 und auch Floyd. Den dritten Teil ist zwar auch noch von den Woodruff-Leuten gemacht worden, also die das originale Simon gemacht haben, aber es wurde nicht mehr unter Adventure Soft, glaube ich, gepublished. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Simon the Sorcerer 1 und 2 als absolute Klassiker. Den dritten kann man auch noch spielen, wenn man mal von der schlechten Grafik und der blöden 3D-Steuerung absieht. Weil die machen das Spiel fast unspielbar, aber der Humor ist eigentlich der gleiche. Es ist schade, dass es kam viel zu spät, ja, mit der schlechten Grafik und es ist schade, dass es so untergegangen ist. Den vierten und fünften Teil kann ich nicht so empfehlen, also meiner Meinung nach, weil da waren dann halt deutsche Publisher dran. Ich glaube, das war dann Silver Style oder sowas. Und ja, der Humor ist halt sehr deutsch geworden, sehr Holzhammermäßig und nicht wirklich lustig. Während doch die ersten drei Teile oder besonders die ersten beiden Teile doch diesen typisch britischen Humor haben, weil Adventure Soft ist eine britische Firma, habe ich ganz vergessen zu sagen. Wie gesagt, wir spielen die Talkie-Version, das heißt mit Sprachausgabe. Es gibt leider in der Talkie-Version keine Untertitel, das heißt, ich werde dann in den ganzen Dialogen oder wenn Simon was sagt, mal die Klappe halten, sonst bekommt ihr ja nichts mit. Bisschen schade, aber ja, warum das rausgenommen wurde, weiß ich nicht, weil verfügbar waren die ja, denke ich mal, schon, weil davor gab es ja auch die normale Textversion. Egal. Gut, wir sind, wie gesagt, Simon the Sorcerer, der Zauberer, ein jungspundiger Jugendlicher, bisschen assig im Benehmen, sag ich mal so, aber immer mit einem flotten Spruch auf der Lippe, sehr, ja, frauenfeindlich kann man fast sagen, das ist im zweiten Teil noch eine Ecke schlimmer. Und ja, wir sind jetzt hier in dieser Zauberwelt gestrandet und müssen den Zauberer Calypso aus den Händen des üblen Schurken Sordid befreien. Gut, ich würde sagen, fällt mir noch was ein, was ich sagen könnte dazu. Ich denke mal, das kann man ja dann, wie gesagt, wieder dazwischen erzählen oder wenn es mir einfällt, während der Reise, würde ich sagen, fangen wir mal an. Und du, Simon, nimm mal bitte deinen Kopfhörer ab. Genau, jetzt geht's nämlich los. Das ist übrigens Chippy, unser Hündchen, der ist auch gleich mit in diese Dimension gekommen. Übrigens, der Soundtrack ist erste Sahne.
Muss man mal so sagen. Und die Sprachausgabe übrigens auch vom zweiten, vom ersten. Also die Simon-Spiele haben sowieso mit einer der besten deutschen Sprachausgaben, die es gibt. Muss man mal so sagen. Okay, dann wollen wir mal anfangen. So, was gibt's hier Schönes? Hier gibt's einen Magneten, den nehmen wir erstmal mit. Der hängt hier gerade so schön. Ja, der ist, muss einfach abgestaubt werden. Hier ist übrigens eine Karte, können wir kurz mal drauf gucken. Benutze diese Karte, ja. Um schneller vor. Benutze diese Karte, ach so, benutze. Um schneller vor. Und die füllt sich so nacheinander mit den ganzen Ortschaften, die man in diesem Spiel findet. Bis jetzt haben wir bloß das Dorf, aber nachher gibt es dann hier noch was und hier und hier und da und hast du nicht gesehen. Ja, genau. Gut, Chippy können wir, glaube ich, nicht mitnehmen. Ich glaube, der ist im ganzen Spiel jetzt bloß auch sinnlos und liegt darum. Auf keinen Fall. Ja. Wer weiß, wo er vorher war. Genau. So, da können wir nichts machen. Hier ist noch eine Schublade, die öffnen wir mal. Öffne Schublade. Oh, schau mal einer an. Da ist eine Schere drin. Mit der Schere können wir Schafe scheren. Unter anderem. Gut, ich glaube, mehr gibt's hier nicht. Hier gibt's Krempel eines Zauberers. Können wir mal kurz anschauen. Das muss Kalypsos Krempel sein. Ja. Schickes Hochbett hier, muss ich mal sagen. Ist schon irgendwie gemütlich hier, muss ich sagen. Es hat so ein... Simon the Sorcerer hat auch so einen richtig schönen eigenen Look. Den ich richtig hübsch finde. Und eine tolle Atmosphäre. Aber das, nichtsdestotrotz gehen wir erstmal raus. In die weite Welt. So, jetzt kann man hier auch sehen, dass man... Hier kann man auch nach hinten gehen. Das sieht man nicht auf den ersten Blick. Weil Simon the Sorcerer leider keine Ausgänge anzeigt. Hier ist ein Komposthaufen, mit dem wir im Moment aber nichts machen können. Das kommt aber noch früh genug im Spiel. Wir gehen erstmal in die City. Und zwar hier lang. Dun, 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 dun. Hier ist ein Schmied, der für mich aussieht wie ein Steinzeitmensch. So, hier ist ein Seil, das können wir uns auch klauen. Dieses alte Ding wird niemand vermissen. Ich hoffe, dass das Klopfen des Hammers ist nicht zu laut jetzt. Hua! Hier ist ein Klöppel, den nehme ich mal auch mit. Ne, Peter, komm in meine Tasche. Nein, ich hasse Peter Klöppel. So. Und später, glaube ich, können wir uns noch andere Sachen, glaube ich, holen, aber ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ne, Quatsch, er kann nachher für uns noch was bearbeiten, genau. Mit ihm reden, glaube ich, können wir nicht. Guten Morgen! Weil er ist so zu vertieft in seine Arbeit, um mich zu hören. Genau, er ist so vertieft in seine Arbeit, der interessiert sich gar nicht für uns. Die Tür können wir nicht betreten, deswegen können wir auch gleich weitergehen. So, hier ist ein Bauchladenkrämer. Ich habe keine Ahnung, was ein Bauchladen sein soll. Heißt das, dass er sozusagen sich um den Bauch was bindet und dann davon alles anbietet? So wie diese... Es gibt doch solche Händler, glaube ich, oder? Die so eine Art Regal um ihre Hüfte haben und dann davon ihre Warenteile bieten. Psst, wer sagt? Wer? Ich. Hä? Was liegt an? Sie sind sicher an günstigen antiken Porzellanfiguren interessiert, hä? Na, eigentlich nicht. Sie wurden angefertigt von den Uran der Grals. Nein, danke. Ich habe auch noch andere preiswerte Antiquitäten. Jede kostet nur ein Goldstück. Ja, ich habe leider kein Gold. Ich bin pleite wie ein Pleitegeier, keine Ahnung. Ja. Wie kommt es, dass Sie Antiquitäten zu diesem günstigen Preis verkaufen? Das kommt durch die Rezession. Ich habe gute Handelsbeziehungen. Das ist ein richtiger schleimiger Händler. Der will uns unbedingt seine Ware reindrücken für absolut überhöhte Preise. Hier haben Sie ein Lösungsbuch, das wäre doch mal was. Geht nicht, doch. Haben Sie ein Lösungsbuch für dieses Spiel? Tut mir leid, gerade vor 5 Minuten habe ich das letzte verkauft, aber ich habe noch eine ganze Menge an anderem Zeug. Dann zeig mal her. Gut, dann lassen Sie mal sehen. Alles auf der Matte gehört Ihnen für ein Goldstück. Haben Sie etwas erblickt, das Ihr Herz erfreut? Ich habe doch kein Geld. Haben Sie was Magisches? Nein. Haben Sie nicht irgendetwas Magisches? Aber natürlich habe ich, für den richtigen Preis. Zunächst einmal wäre hier der Kraftzaubertrank. Schau her. Ja. Wirklich lang anhaltende und schnell wirkende Magie. Er gehört Ihnen für nur 10 Goldstücke. Also gut, sagen wir 5 Goldstücke. Schön, ich
3 Goldstücke also. Aber das ist mein letztes Angebot. Was haben Sie gesagt? Sehr beeindruckend, der Krafttrank, wenn man davon ausgeht, dass das angebliche Metallrohr, was es wahrscheinlich darstellen sollte, bloß ein Luftballon wahrscheinlich war. Nee, hier brauchen wir erstmal nichts von denen, weil wir haben auch kein Geld, um seinem Krempel was zu kaufen. Ich habe es mir anders überlegt. Das war sowieso das Letzte. Sehen Sie etwas, das Sie interessiert? Alles Müll. Nein, der ganze Rest ist Müll. Auf Wiedersehen. Wer braucht schon solche Kunden? Ja,